Meine Damen und Herren, herzlich willkommen bei Wer weiß mehr mit niemand anderem als Poki. Herzlich willkommen. Ja, hallo. Ich freue mich, dass ich da bin. Ja, und wir haben ein Thema für dich rausgesucht, bei dem musst du dich eigentlich ziemlich gut auskennen. Es geht um dich. Es gibt nur Fragen zu dir. Du hast dich gut vorbereitet, wie jeder unserer Gäste bisher, weil das Leben ist Vorbereitung auf dieses Quiz. Exzellent. Also ein bisschen wie das ganze Leben ist ein Quiz. Hier findet es seinen Höhepunkt. An welchem Tag erschien der erste Teil von Monkey Island? Am 1. Dezember 1991 ist die Lösung A. Die Lösung B ist am 15. Oktober 1990. Die Lösung C wäre am 1. September 1989 oder D, 15. April 1992. Wann erschien Monkey Ich Island? Bin der Meinung, es ist A91 muss es gewesen sein. 1. Dezember 91 würdest du sagen? Ja, ich, Einloggen? Einloggen. Okay. Ist falsch, ne? Leider falsch. Leider falsch. Es wäre der 15. Oktober 1990 gewesen. Ein Jahr früher. Ich hatte es aber erst 91. Okay. Ja, okay. Ich hab dem entgegengefiebert. Ja, ja. Ich habe tatsächlich mir damals alle Zeitschriften gekauft, in denen auch nur ein einziger neuer Screenshot oder auch schon bekannte Screenshots abgebildet waren von Monkey Island. Ich habe jede Zeitschrift versucht aufzutreiben, wo halt irgendwas zu sehen war. Das Internet gab es ja damals noch nicht in der Form. So dass man halt damals wirklich noch auf die Magazine, auf die Papiermagazine angewiesen war. So war das damals. Absolut. Wirklich. Wir kommen zur zweiten Frage. Das war die Steinzeit. Wir kommen zur zweiten Frage. Die spielt in der Heutezeit. Vielleicht kennst du dich da besser aus. Okay. Wie viele Folgen hat Gronkhs Let's Play von Edna bricht aus? Ach, du ahnst es nicht. Pass auf, ich gebe dir Lösungsvorschläge. A71, B65, C42 oder D28. Du könntest hier den Publikumsjoker ziehen. Oh Gott. Weiß es jemand von euch? A71, B65, C42 oder D28. Weiß es jemand von euch? Hände hoch, wer ist für A? Wie viele Folgen? Du weißt es. Okay, warte mal, ich laufe mal kurz rüber. Okay. Hallo? Es ist A. Es ist A. Okay. Mir wird gesagt. Würdest du A einloggen? Ja, jetzt, ich vertraue hier unserem Fachpersonal voll und ganz. Ah, das ist ganz angenehm, hier mal rumzulaufen. Ja, das ist schön. Das macht man aber das ist für nicht, uns oder? Total schwierig. Das ist eine ganz andere Perspektive. So, pass auf, du musst das ist wirklich schwierig für euch, oder? Ja, weil dann... Ich stelle euch hier für unlösbare Aufgaben, wenn ich hier rumlaufe. Du machst mich wahnsinnig. Mann, ist das gut. Man fühlt sich so befreit plötzlich. Wow. Jetzt weiß ich, warum deine Spiele so... Warum macht das nie jemand? Ja, weil auch in Talkshows sieht man das nicht. Also, pass auf. Das ist echt schön. A71 ist richtig. Yay, danke. Ein Vielen Punkt. Dank. Also, wir kommen zur letzten Frage. Welchen Amazon-Verkaufsrang hat Deponia in der Kategorie Games? Stand 12.08.2012. A112, B58, C385 oder D583? Okay, ich weiß es in etwa, in welcher Region wir liegen. Ich fürchte, es ist mittlerweile eher so im Bereich von 300. Also ich weiß nicht, welche Antwort das war. Ich möchte dazu auch noch sagen, das hüpft ja sehr stark hin und her. Das hüpft tatsächlich sehr stark hin und her. Also es ist und jetzt mittlerweile ist es ja auch schon 8 Monate draußen und da ist halt auch immer noch 300 etwas ein sehr guter Platz. Aber ich glaube, dass es tatsächlich etwas bei 300 war. Das letzte Mal, als ich nachgeguckt habe, war es bei 200. Das könnte auch nach vorne gesprungen sein. Also du würdest es C385 nehmen. Er lockt C385 ein. Leider nein. Es ist am 12.8. dann doch auf D583 gewesen. 583, oh Gott. Das wird sich aber nach diesem Interview wieder ändern. Okay, ihr müsst alle Deponia kaufen, damit meine Antwort richtig wird. Okay, genau. Und dieses vorweggenommen bekommst du natürlich den goldenen Klicksumstern. Den habe ich eigentlich überhaupt nicht verdient. Den, den ich dir hiermit feierlich überreiche. Okay. Ich glaube, ich muss ihn gleich an meinen einzigen Punkt weitergeben. Obwohl, der ist eigentlich cool. Ich weiß es nicht genau. Es ist ja auch eine Ehre. Ist auch eine Ehre, Wir teilen uns den quasi. Okay.
Wir schicken uns den immer zu, so abwechselnd, wie so ein Wanderpokal. Wie so ein Wanderpokal. Immer im Jahr, einmal im Jahr tauschen. Genau. Immer Mitte August zur Gamescom wird der getauscht. Wunderbar, vielen Dank. Ja, ich bedanke mich auch.